So, wir warten jetzt auf Sascha, der dreht jetzt an seiner Kamera. Das Schöne ist, hinter ihm, er hört mich jetzt gerade nicht, aber hinter ihm ist ein Spiegel. Und theoretisch kann ich fast alles sehen, was er da gerade macht. Und jetzt kommt er gleich wieder. Und da ist er wieder. Der Schuljunge sitzt wieder auf seinem Stuhl. Ich sitze auch hier so quer heute. Ich habe meinen Schreibtisch schon quer gestellt und irgendwie ist das, ja. Wir sind bei Episode 10. Episode 10. Also eigentlich ist das Jubiläum, wenn man das, ne? Folge 11. Mhm. Folge 11, Episode 10. Oh, schön. Jetzt hat die ISO hier nochmal geregelt. ISO regelt, ne? ISO regelt. Das lassen wir übrigens alles drin, ne? Ich habe dir eine Geschichte erzählt, als du nicht da warst. Ja, ich habe das gehört hier auf den Kopfhörern. Irgendwas lief da. Ach, hast du doch gehört? Ja, irgendwas lief hier, als ich nochmal kurz ISO geregelt habe. Genau. Heute schön mit Auto-ISO. Auto-ISO. Genau, ich sitze ja hier. Ich auch. Ich sitze hier draußen. Rekord läuft, oder Christian? Rekord läuft, jo. Uploading ist stabil. Ja. Herrlich. Ich quatsche jetzt einfach mal wie... Genau, wir starten. Ich quatsche einfach mal los wie immer. Herzlich willkommen in Episode 10 zu unserem oder in unserem Podcast ohne Namen. Ich begrüße heute als allererstes meinen lieben Freund Christian, der ist hier aus Stade live zugeschaltet, wie immer, wenn er uns auf YouTube seht, mit Gesicht. Ansonsten könnt ihr ihn jetzt hören. Grüß dich, Christian, mein Freund. Schönen guten Abend, Sascha. Wir zeichnen diesmal abends auf, weil Sascha hat den ganzen Tag am Strand verbracht und deswegen haben wir ihm ein bisschen Zeit gegeben und jetzt ist er ist nicht morgens, das heißt, unsere Stimmen hören sich vielleicht auch ein bisschen anders an, aber jetzt in den Abendstunden. Episode 10 unseres Podcasts ohne Namen. Genau, und das heutige Thema ist der Ablauf der, ja, einer Hochzeit, oder? Wir haben was genannt, Christian? Ablauf einer Hochzeit? Tipps zum Tagesablauf. Es gibt so Tipps paar, zum Tagesablauf, das ist Tipps noch runder. Tipps zum Tagesablauf. Ja. Wir haben, kann man so sagen, drei grundlegende Fragen rausgearbeitet, an denen man sich langhangeln kann, wenn man den Tagesablauf seiner Hochzeit plant. Genau. Ich habe ja auch bei mir in meiner Broschüre stehen, es gibt keinen Standard, der irgendwie bereit liegt. Aber wir beide haben ja schon gefühlt, wenn wir es zusammennehmen, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7, 800 15.000. Tage. 15.000 Tage begleitet. 15.000 Tage begleitet. Ja, da sind wir schon alt geworden. Ja, aber noch haben wir uns gut gehalten. Haben uns gut gehalten. Wenn wir das, wenn Dankeschön. Wir uns so angucken, dann gebe ich zurück. Sehen wir aber noch gut aus. Genau, und als ja, hinter der Kamera sehen wir alles sehr genau. Von daher haben wir heute hier ein paar Tipps raus zu einem möglichen Ablauf. Und genau. Aber als erstes freuen wir uns heute wieder, ganz kurz unseren Sponsor vorzustellen, mitzunehmen, mit einfließen zu lassen. Und ich habe mir gedacht, ich greife einfach mal die Klaas, den Kurs von denen auf mit dem Umsatzrechner. Die, Julia und Jill haben nämlich auf ihrer Plattform aktuell ganz neu den Umsatzrechner. Ein schönes Tool, eine kleine Excel-Tabelle online gebracht. Also ich sage immer, man sollte seine Zahlen kennen. Ne? Gerade wenn man selbstständig ist, und das ist man ja sehr schnell, wenn es nicht nur ein Hobby ist, ob nebenberuflich oder hauptberuflich. Man muss ja einfach mal wissen, wo geht die Reise denn hin? Gerade wenn man auch Vollzeit unterwegs ist, sollte man wissen, wo könnte denn mein Jahresumsatz am Ende liegen, ungefähr? Wie sieht aktuell der Stand aus? Was fehlt mir noch? Welche Fixkosten habe ich? Ganz wichtig, erstmal alle Kosten aufzuschreiben. Zum einen natürlich auch privat, aber auch dann durch die Selbstständigkeit. Und wenn es nur, weiß ich nicht, ein Objektivdeckel ist oder was auch immer, dass man alles ruhig en Detail zu Papier bringt. Oder wenn man vielleicht sogar ein großes Studio hat, dass man einfach mal alles in diese Tabelle einträgt. Von daher eine ganz, ganz heiße Empfehlung von mir. Kostet wirklich nicht die Welt. Ich glaube, nicht mal dreistellig. Und mit unserem Rabattcode Podcast ohne Namen gibt's noch mal 20% obendrauf für geraume Zeit. Deswegen schaut einfach mal vorbei. Unten in die Beschreibung, in die Video-Description, generell in die Shownotes. Shownotes, genau, ich sage mal Video-Beschreibung. Schaut einfach in die Shownotes rein. Da findet ihr den Link zur Plattform und genau auch unseren Rabattcode. Und heute legen wir einfach mal den Umsatzrechner ans Herz, damit wir wissen, wo die Reise hingeht hier im Jahr.
Super. Genau. Podcast ohne Namen, alles klein, alles zusammengeschrieben. Aktuell 20% Rabatt. Einfach noch abstauben. Genau, kleiner Schwenk zur vorherigen Folge. Thema Reisefotografie war Episode 9. Passt also. Christian war letzte Woche noch auf Reisen. Ich bin es jetzt noch ein paar Tage. Ja, und falls ihr da noch nicht reingehört habt. Wo bist du, Sascha? Wo bist du, Sascha? Auf meiner Spaziergerunde treffe ich immer zwei ganz liebe Menschen und die haben durch unseren Podcast erfahren, wo wir in Urlaub waren. Also das wünsche ich jetzt auch cool. Deinen Hörern und deinen Fans. wo steckt ihr gerade? Wenn du das sagst, ist es natürlich nur. In dem Land der leckeren Paella und der leckeren Weine. Wir sind in Spanien. Oh, schön. Genau, noch bis Sonntag. Wetter ist super angenehm, Wassertemperatur 22 Grad, Luft auch um den Dreh, aber man kennt das ja, die Sonne brennt dann doch schon sehr und dann kannst du auch ruhig reinspringen. Das ist man ja hart. Dann ist es auch wenigstens erfrischend und keine Badewanne, ne? Ja, das stimmt. Genau, wir machen uns hier noch ein paar schöne Tage. Mit der Family sind wir hier, mit den beiden Kids und meine Frau habe ich auch mit eingepackt. Ja, und beim Abflug, ich hatte dir das schon kurz erzählt, hat fast alles gut geklappt, aber an die Tierliebhaber, die Hundebesitzer, es gibt einen großen Haken, wenn man mit zwei kleinen Hunden fliegen möchte, die eigentlich auch ins Handgepäck können, aber das tut hier gar nicht zur Sache. Wenn man mit Tieren fliegt, bitte achtet drauf, ob sie die Impfung, die Auffrischungsimpfung auch erhalten haben, weil sonst kommt direkt die rote Karte beim Gepäckband und sie sagen, oder bei der Gepäckaufgabe und sie sagen, nein, die Hunde können heute nicht mitfliegen. Deswegen hat man da nochmal gefühlt 20 Minuten großen Trouble morgens um 4 Uhr. Genau, okay. Aber ist alles gut ausgegangen. Die Hunde wurden abgeholt, sind gut untergebracht bei Freunden. Vielen Dank an dieser Stelle, falls ihr das hier seht oder hört. Ende gut, alles gut. Ja, das passiert, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja. Wie es halt so ist, wir waren beim Tierarzt im Januar, da hatte er die Tollwutimpfung nicht in der Schublade, war irgendwie vergriffen zu der Zeit. Er wollte anrufen, hat er leider nicht gemacht. Ich habe nicht wieder nachgehackt. Man ist dann halt nicht mehr so im Sinn gewesen und ja, man lernt draus. Aber dann kommen wir jetzt erstmal hier. Aber da kann ich, ich kann auch noch was erzählen, wo wir draus gelernt haben. Wir sind ja am Montag zurückgeflogen. Tag 15 Stunden. Und in der letzten Woche war ja so ein kleiner Bahnstreik angekündigt. Mir schwand Böses. Daraufhin haben wir unser Hotel von Montag auf Dienstag in Frankfurt storniert. Wir sind nach Frankfurt geflogen und haben dann gesagt, ach komm, dann fahren wir mit dem Mietwagen nach Hause, weil wir keine Lust haben, bis Mittwoch in Frankfurt zu bleiben und auch nicht wissen, wie fahren unsere Züge, fahren sie nicht. Kompletter Fernverkehr sollte lahmgelegt werden. Haben wir gesagt, gut, wir nehmen das Heft des Handels in die Hand, haben uns einen Mietwagen gebucht und waren auch sehr froh die ganze Zeit. Und dann so 10 Minuten vor der Landung gehe ich so im Kopf durch, ne, prävisualisieren, was brauche ich denn jetzt alles, um meinen Mietwagen abzuholen? Und ich denke so, Führerschein. Nein. Du brauchst einen Führerschein im Original, um einen Mietwagen abzuholen. Da wir ja mit der Bahn fahren wollten und alle Wertsachen von wegen geklaut und so weiter und aussortieren und tatsächlich nur mit Reisepass und Kreditkarte in Urlaub fahren, wenn wir nicht vorhaben, Auto zu fahren, fiel es mir wie Schuppen aus den Augen, dass weder Melli noch ich einen Führerschein dabei gehabt haben. Ihr habt doch gar keinen Führerschein, ihr musstet ihn doch abgeben, oder? Eben nicht. Aber das unterstellen sie dir dann. Dass du ja gerade gar nicht im Besitz, weil du es ja nicht nachweisen kannst, dass du eine Fahrlizenz hast. Ein Glück gibt es am Frankfurter Flughafen eine Polizeistation, wo man dann hinfahren oder hingehen kann, wo man dann sagen kann, hallo, ich habe das Führerschein dabei, ich brauche einen Mietwagen. Und dann bin ich zur Polizei gegangen, habe gesagt, hier, ich brauche so eine Übergangsfahrerlaubnis. Das haben sie mir dann ausgestellt. Und, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Gott sei Dank, ja, ich wusste das auch nicht. Das haben die netten Menschen bei der Mietwagenvermietung mir gesagt und gesagt, hier, sie haben eine Möglichkeit. Wenn die noch offen haben, gehen sie dahin, sagen sie Bescheid, sie haben das und das und dann kriegen sie diese Bescheinigung und dann kriegen sie einen Mietwagen. Irre. Das Ganze hat uns, glaube ich, eine Stunde gekostet
Und anstatt um 8, wenn alles gut geklappt hätte, sind wir dann erst um 9 in Frankfurt losgefahren und dann nochmal 5,5 Stunden nach einem 10-Stunden-Flug. Wir waren Dienstagmorgen um 2, waren wir wieder zu Hause. Also auch da gelernt, nicht nur die Impfung der Tiere aktualisieren, sondern vielleicht auch den Führerschein mitnehmen für alle Fälle. Ja, egal, ob man einen Mietwagen eigentlich buchen wollte im Urlaub oder nicht, lieber mitnehmen. Genau. Komme, was wolle. Habt ihr euch denn gut erholt in eurer Woche, Christian? Ah nee, war sogar 10 Tage, ja. 10 Tage waren es. Wir haben uns sehr, sehr, sehr gut erholt. Wir haben nichts gemacht. Wir haben unser Hotel genossen, wir haben den Strand genossen, wir haben auf der Liege gelesen, wir haben viel gelegen, wir haben viel gelesen, wir haben es uns einfach gut gehen lassen. Das war ja, so ein bisschen erholsam und jetzt geht's wieder los. Sehr gut. Ja, ein bisschen konnten wir alle mit euch mitfühlen. Hast ja ein bisschen was geteilt auf Instagram. Ein bisschen. Danke. Danke für die Insights. Gerne. gerne. Ich warte noch auf deine Story, Sascha. Ja, stimmt. Ist noch nicht gekommen. Kommt noch. Ich muss auch nicht. Muss man nicht. Heute habe ich ein bisschen was. Man kann das auch einfach für sich genießen. Das ist doch super. Genau. Ich finde nur immer Urlaubsfotos zeigen jetzt von gefühlt Mai bis September, ne? Man macht irgendwie sein Feed auf. ja. Von daher ist es doch schön, dass wir uns hier heute Abend sehen. Und starten wir einfach mal in die heutige Folge hinein, oder? So sieht's aus. Lass uns das machen. Lass uns starten. Genau, ich habe jetzt hier meine alte Vollformat EOS R, die erste Systemkamera, mitgenommen mit dem 50er. Falls euch das auffällt hier auf YouTube, es ist ein etwas anderer Look als sonst in meinem Studiobüro. Da habe ich einen 24 mm drauf und jetzt habe ich hier das 50 1.8 mit. Ja, das ist halt das Setup, was ich gerne mitnehme auf Reisen, wenn es kaputt oder weg ist. Ich finde, du solltest jetzt immer von da aus deine Podcast-Filme aufnehmen. Das sieht so schön aus. Danke für die Blumen. Wenn ihr euch das mal auf YouTube noch nicht gesehen habt, ne, jetzt ist der Zeitpunkt, um mal rüber zu gucken zu YouTube und euch mal anzugucken. Ist das so eine offene Küche, wo du da sitzt, oder was ist das? Ja, das ist hier so ein Barbecue-Bereich hier unten. Ja. Ach, schön. Mhm. Schön. Ich höre noch die Vögel zwitschern so ein bisschen. Ja, jetzt geht hier die Vogelparty los. Sonne ist gerade untergegangen. Das Paar heute ist leider ausgefallen fürs Paar-Shoot. Okay. Nein. War nicht geplant. Reine Urlaub. War nicht geplant, war eine private Reise. Genau. Starten wir mit der Folge heute, Christian. Richtig. Lass uns loslegen. Los geht's. Wir möchten 1, 2, 3 Tipps mit auf den Weg geben, wie man an die Planung, an die Tagesplanung für eine Hochzeit gehen kann. Und das allererste, was ich ein paar frage, wenn es darum geht, dass man den Tag durchplant, ist: Wann ist eure Trauung? Egal, ob es eine kirchliche Trauung ist, ob es eine freie Trauung ist, ob es das Standesamt ist, wann ist diese Trauung? Weil das ist tendenziell der einzige Fixpunkt, der wirklich feststeht am Hochzeitstag. Christian ist heute natürlich vorzüglich vorbereitet und die paar Notizen hat er mir gerade offengelegt und ich dachte, das ist genau auch mein Gedanke, ne? Auch im Vorgespräch, im Austausch, 2, 3 Stichpunkte. Wann ist die Trauung ist dabei? Frage ich genau so, weil das ist einfach der Start und wo sich alles nachher drumherum baut. Ob es alles, was davor ist, passiert oder danach. Die Trauung ist festgenagelt und dann kann man sich den Tag schön bunt gestalten. Ja. Zumindest sollte man die Trauung festnageln. Na, also zumindest ist die Trauung der Fixpunkt. Wenn man weiß, wann der stattfindet, dann kann man den in Kombination mit den anderen beiden Fragen, zu denen wir gleich noch kommen, festlegen und darum dann den Tag planen. Mhm. Ich presche jetzt einfach mal direkt rein, Christian. Schieß los. Wann findest du denn, sollte eine Trauung, in welchem Zeitraum sollte die Trauung stattfinden? In einem, oder sagen wir es so, zur Sommerzeit. Das heißt, wenn wir früh und lange Licht haben. Das kommt ganz drauf an. Mhm. Woran machst du es fest? Ich mache es tatsächlich weniger, wenn du jetzt auf die Tageszeiten und auf das Licht und sowas da mache ich es tatsächlich weniger dran fest. Ich mache es eher an einer anderen Frage fest, und zwar: Wann möchte sich denn das Hochzeitspaar
an ihrem Tag das erste Mal sehen. Ist das bei der Trauung? Dann sollte die Trauung tendenziell einen Tick eher am Tag sein, damit man hinten raus noch ein bisschen mehr Zeit hat. Oder sagt man, oder sagen die beiden, dass der First Look ist nur ein Moment für uns, den haben wir nur für uns zwei, mit dir drei, alleine. Dann kann man die Trauung einen Tick weiter nach hinten machen, weil da sich dann nämlich die nächste Frage anschließt: Wann wollt ihr denn das Paarshoot machen? Wenn die Aussage des Paares ist, wir möchten den First Look erst, wenn die Trauung beginnt, dann können wir schlecht vorher einen Paarshoot machen. Das funktioniert rein physikalisch nicht. Also wir könnten schon, dann würde das Paar aber nur mit geschlossenen Augen Rücken an Rücken stehen. Und das ist ja schnell erledigt. Das will ja nicht unbedingt jeder haben. Das stimmt. Wenn das der Fall ist, wenn diese Frage beantwortet ist, wir möchten uns erst sehen, wenn es zur Trauung geht, dann würde ich tendenziell eher sagen, die muss ein bisschen, oder sie sollte ein Stück eher stattfinden, 15 Uhr, irgendwie so in dem Dreh, vielleicht 15:30 noch, je nachdem. Wenn sie sagen, nö, das ist, der First Look ist nur ein Moment für uns, dann kann die Trauung auch gerne mal hinten 16 Uhr ist, glaube ich, so das der späteste Zeitpunkt, wo ich sage, dass, da sollte irgendwie eine Trauung stattfinden. Kommt auch dann wieder ein bisschen drauf an, was ist hinten raus noch geplant. Wie lang ist die Trauung? Ist es eine freie Trauung, die eine Stunde dauert? Ist es ein Gottesdienst, der vielleicht nur 45 Minuten dauert? All diese Fragen spielen dann mit rein, aber ich habe keine präferierte Uhrzeit. Also das ist so, wie möchte das Paar das haben, dass dieser, dass dieser Tag abläuft? Ja, also das sind so die Fragen, die ich, die ersten Fragen, die man irgendwie stellt, wenn man mit dem Paar zusammensitzt, wenn man sich kennenlernt und wenn man den Tagesablauf so ein bisschen bespricht. Ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du eine präferierte Zeit für deine Trauung? Ich habe da gar keine feste Zeit, aber meine erste Frage ist genau die gleiche wie bei dir. Wann ist eure Trauung? Oder wann plant ihr eure Trauung? Manchmal ist sie schon fest, manchmal haben sie Vorstellungen oder wir schieben das nochmal zusammen. Aber genau das frage ich auch. Und drumherum bauen wir dann alles andere auf. Ich würde jetzt gar keine feste Uhrzeit nennen, aber ich frage dann auch zwischendurch immer, wann ist denn so gedacht zu essen? Was für eine Art von Essen plant ihr denn? Ob Menü oder Buffet? Das ist ja auch, ne, zeitlich ein bisschen unterschiedlich dann, auch hinten raus. Und wann wollt ihr denn die Party beginnen? Das ist auch nochmal, finde ich, ein wichtiger Faktor. Weil wenn du zum Beispiel viele Pärchen mit dabei hast, die auch schon Kinder haben, ist es oft von Vorteil, vielleicht nicht erst um 22.30 Uhr die Tanzfläche so richtig beben zu lassen, zu eröffnen, sondern vielleicht auch schon um 21.30 Uhr. Ne? Gerade wenn man Eltern ist und Kinder hat, dann beginnt der Tag auch einfach früher. Und hinten raus ist dann noch genug Feuer da, dass auch alle Eltern mit Kindern, wenn sie dann auch dabei sind, beide, oder die Kids irgendwie im Camper pennen oder im Hotel, ja, dass auf jeden Fall die Eltern auch noch Feuer haben und Bock haben, mit dabei sind. Das sind so, ja, so die ersten Steps. Da bin ich genau ähnlich wie bei dir. Und dann frage ich auch, wann wollt ihr euch das erste Mal sehen? Und da, das baue ich gar nicht so im Zeitplan ein, aber natürlich im Zeitplan vorher. Das heißt, vor der Trauung, First Look, kleiner Spaziergang, halbes Stündchen, sage ich immer, reicht. Weil zum früheren Zeitpunkt ist es ein Vorteil, schon die Fotos von dem Paar im Kasten zu haben, den First Look, die schönen Momente einzufangen, definitiv, ist für mich auch immer ein Highlight und eine Ehre, dann dabei zu sein, wenn die beiden sich das erste Mal sehen. Das heißt, wir haben schon, ich sag mal, 50% der Paarfotos definitiv im Kasten. Teil 2 kommt ja dann oft noch später, meistens. Immer. Genau, und dann hast du halt noch das Getting Ready. So aus dem Gefühl heraus, wenn die Trauung, wie du sagst, um 15 Uhr beginnt, macht es Sinn, um 12:30, 13 Uhr vielleicht mal das erste Foto in den Kasten zu bekommen. Also dann bist du schon ziemlich kompakt auch unterwegs. Ja, aber ich glaube, wenn du sagst, um 12.30 Uhr zuerst bei der Braut hineinschauen, dann kurz zum Bräutigam, dann nochmal beim Finale der Braut, First Look um 2, Gäste trudeln ein um 2:30 und um 3 die Trauung, so roundabout würde ich es zum Beispiel machen, je nachdem, wie weit die Distanzen sind. Ja. Ja, Distanz, ne? Und machen, gibt's das Getting Ready, sind das an zwei unterschiedlichen Orten. Ich bin vor 2 Wochen, vor 3 Wochen,
vor 3 Wochen bin ich fürs Getting Ready einmal komplett durch Stade gefahren. Ja, also auf der sein Getting Ready auf der einen Seite von Stade und das Getting Ready der Braut also komplett gegenüber auf der anderen Seite von Stade. Und Stade ist zwar klein, aber hier gibt's auch Baustellen und gesperrte Straßen und samstags ist auch die Stadt voll. Da war es dann schon ein bisschen, also da hatte ich tatsächlich ein bisschen mehr Muffensausen vor diesen ganzen Fahrtwegen hin und her, weil die Kirche war dann wieder an einem anderen Ort und das war dann alles ein bisschen, wir haben uns immer so um die Stadt rum bewegt. Das hat, am Ende hat das alles wunderbar funktioniert. Auch weil wir die Zeiten so gut geplant hatten, ne? Weil die Pufferzeiten hatten wir eingeplant. Wir wussten, okay, das sind unsere Fahrtwege, wir fahren da und da lang, um gerade diese Ausweichstraßen zu umfahren und so. Es hat alles wunderbar funktioniert, aber wenn wir uns da nicht drauf vorbereitet hätten, dann hätten wir irgendwo gestanden und dann wäre der ganze Zeitplan nicht mehr so richtig hingehauen. Das wäre dann für die Katz gewesen, ja. Das kann ich, da fühle ich mit dir. Ich habe ein Gegenbeispiel. Also sagen wir jetzt einfach mal, wenn die Trauung 15, 16 Uhr stattfindet, das ist so ein Klassiker, ohne einen Standard nennen zu wollen. Ich habe aber dieses Jahr zum Beispiel, lass mich nochmal reingucken, hatte es gerade ja schon kurz. Genau, ich habe ein paar, die haben um 18 Uhr ihre kirchliche Trauung. Das ist mal ein Knaller, okay. Oder? Das fand ich so spannend, dass auch die Kirche so einen späten Termin noch ausgibt. Genau, ich habe dann natürlich schon vorher Zeit, alle Impressionen im Hotel schon mal einzufangen und in der Kirche, dass ich das im Kasten habe. Und Getting Ready, First Look haben wir dann um 5:30 und um 5:30 ist Ankunft und Empfang der Gäste. Ja, und dann kannst du halt, ist ein Vorteil an sich schon irgendwie. Du hast dann die Glückwünsche und kannst direkt Empfang im Hotel haben, ne, das irgendwie noch mal ein Stündchen Sekt und ein paar Häppchen und dann kannst du schon essen und dann gibt's schon Party. Das ist auf jeden Fall, Aber 18 Uhr ist ja, also dann kommst du ja, sieh mal, das brauche ich dir nicht zu erzählen, du weißt ja, wie es ist, wenn um 18 Uhr die Kirche beginnt, wenn die eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, vielleicht eine Stunde geht, dann ist es 19 Uhr, bis dann alle im Hotel wieder sind, ist es 20 Uhr, bis dann der Empfang durch ist, ist es 21 Uhr. Gibt's da überhaupt Essen? Ja, das gibt's. Also wir waren da sehr genau. 18 Uhr Trauung, 18:45 Glückwünsche. Dann sind das, die Location ist ein schönes Hotel mit super Räumlichkeiten und Gegebenheiten auch. Direkt quasi nebenan, man kann dorthin laufen. Das ist ein kleiner Spaziergang. Okay. Und dann hast du den Sekt nicht an der Kirche, ne, anstoßen, sondern alle gehen rüber nach den Glückwünschen. Einmal Gläser ein bisschen klirren lassen, Stündchen ganz entspannt und lass mich gucken, um 20:30 halt locker flockig noch Familiengruppenfotos kurz vorm Essen. Und dann gibt's um 9 Uhr Essen. Ja, und dann hatte ich. Das passt perfekt in deinen Tagesablauf, Sascha. Also ich persönlich liege um 8:45 im Bett. Nicht, wenn Hochzeiten sind, aber mein Essensrhythmus ist halt auch 18 Uhr, 18:30 Abendessen. Das ist krass. Also, ja, ich fand's auch super spannend. Wenn du danach erzählst, wie es dann geworden ist. Weil dann bist du ja vor, wie viele Personen dabei sind? Hier in meinen Aufzeichnungen digital, die ich jetzt gerade verfügbar habe, nicht, aber ich meine im Kopf zu haben, ungefähr 80. 60 bis 80, ja. Dann bist du ja vor 23:30 nicht mit dem Eröffnungstanz durch. Nee, das ist auch der Plan. Also Essen hatte ich dann auch empfohlen, ruhig komprimierter zu halten. Nicht gefühlt dieses 2,5 Stunden und noch das vierte Glas Wein. Das heißt, um 10:30 ziehe ich die beiden für 10 Minuten nochmal kurz raus zum Sonnenuntergang. Ist quasi im Juni zur schönsten Sommerzeit, wo es lange hell ist. Passt ideal. Oder 9:45, Und dann um 11 die Party. Aber dann am Ende wird's auch sehr rund sein, ne? Also ich sag mal, wenn dann bis 12:30, ich vermute, dass die Party vielleicht auch nicht um 11 beginnt, sondern um 11:30. Aber das ist dann schon. Die Alternative wäre gewesen, sie hätten die Trauung um 14 Uhr. Und das ist das ist so, da mussten sie sich überlegen, wir sind beide Optionen durchgegangen, als wir uns gesehen hatten und die beiden haben dann für die spätere eher tendiert. War auch
dann tatsächlich meine Empfehlung. Weil ich sag mal, wenn du zwischendurch nicht irgendwie noch eine Barkassenfahrt auf der Alster oder so hast oder ein bisschen, ne, ein bisschen Programm, oder wenn du nicht eine Gesellschaft hast, die schon Bock hat, auch so ein bisschen Stimmung zu haben, schon mal ein bisschen Musik, ne? Die von sich selber, von alleine lebt, ne? Das kommt immer, es ist ja alles so individuell. Das kommt immer auf das Paar an und besonders dann auch auf die Gesellschaft, auf die Liebsten, die Freunde. Wenn du da irgendwie so Party-People hast, die die Hütte schon gefühlt um 16:30 abreißen und die Kurzen schon rumfliegen oder einfach so Stimmung machen, dann ist es eigentlich egal. Aber wenn es ein bisschen später die Trauung ist, hast du auf jeden Fall keine Leerlaufzeiten und niemand hat so das Gefühl so, boah, jetzt noch 3 Stunden bis zum Essen, was machen wir denn jetzt, ne? Ja. Ich werde berichten, ich mache mir mal hier so eine kleine Notiz. Oh ja, da sind wir alle sehr, sehr gespannt auf das, was du da, im Juli hast du gesagt, Juni? Juni, Ende Juni, ja. Im Juni. Ja. Genau. Doppelwochenende, Freitag Standesamt und Samstag dann die große. Ich werde drüber schnacken hier einfach mal. Ja, sehr gut. Sehr gut. Super. In Episode 14 oder so. 15? Wir müssen uns überlegen, ob wir jetzt dann Folge oder Episode weitersagen, ne? Mhm. Wofür bist du? Kommt's ja dann hin. Wofür bist du denn? Gute Frage. Muss ich mir nochmal Gedanken zu machen. Also wir haben bisher alles als Episode überall stehen, ne? Und wenn wir dann einfach, aber theoretisch, wenn wir keine Episode 13 haben wollen, sondern eine Folge 14, wäre es cleverer, wenn wir es Folge nennen. Es ist auf jeden Fall irgendwie charmanter dann, ne? Dann verspielt man sich nicht. Ja, ja, also das kriegen wir kognitiv gerade noch hin, den Umswitchen zwischen Episode 10 und Folge 11. Aber ich bin für, machen wir einmal, nur dran denken. Wir werfen eine Münze, sonst machen wir einmal glatten Tisch, dann kann man sich nicht verhaspeln. Also ich muss schon immer nachdenken, ist das jetzt Episode oder Folge? Ah nee, Folge plus 1. Ja. Werden wir sehen, sehr gut. Haben wir ein bisschen cleverer gemacht, also waren wir nicht ganz so clever. Nee, ich hoffe, dass wir auch heute hier cleverer mit meinem Ton unterwegs sind. Ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal für die letzte Episode. Da ist irgendwas schiefgegangen und ich bin wirklich eigentlich sehr penibel, was Audio angeht. Wir schrubben da nochmal hier und da was zurecht und ich war kurz davor zu sagen, nee, das ist hier heute nichts geworden. Warum auch immer wurde das Mikrofon vom Laptop ausgewählt, obwohl es in der Software nicht der Fall war. Ich glaube, heute ist es nicht passiert. Von daher sorry an dieser Stelle. Also in meinen Ohren, Sascha, hörst du dich gerade sehr, sehr gut an. Okay, super. Ich hoffe, man kann mich noch sehen. Das Licht geht hier gerade weg. Wir machen einfach mal weiter. Ja. Sonst, das interessiert ja nur unsere YouTube-Freunde. Ne? Genau. Wir müssen die Helligkeit des Bildschirms dann einfach ein bisschen hochdrehen. Ja, warte. Dann spiegelt das hier nicht so. So, genau. Wir gehen weiter von einem möglichen Ablauf. Eine Hochzeit. Das heißt, wir haben den First Look, ja, nein. Das gebe ich auch super gerne als Hausaufgabe mit. Da frage ich sie, wann wollt ihr euch das erste Mal sehen? Meistens, oder ich sag mal 70% sagen, ja, zur Trauung und dann reißen wir kurz an oder reiße ich kurz an oder vorher vielleicht und dann kann man ganz entspannt zur Trauung gehen. Ist auch immer Typensache. Und die anderen wollen es halt, bäm, voll ins Gesicht, die Emotionen. Dann sind wir jetzt schon. Wo stehen wir jetzt gerade? Hast du eine Präferenz dafür? Ja, ich würde den First Look nehmen. Also vorher, vor der Trauung. Darf man das jetzt hier so öffentlich sagen? Ja, ne? Also ich würde vor der Trauung den First Look wählen, weil... Also wir können es ja so machen, wenn du nochmal heiraten würdest, wie würdest du es machen? Ja, ich würde meine Frau, wenn ich gefragt werde, oder wir darüber sprechen, würde ich sagen, ich würde dich gerne vorher sehen. Weil ich finde... Man kann den Moment viel mehr genießen. Ne? Während der Trauung die Anspannung, jetzt geht's los, lauf los, so, ne? Und das Lied läuft oder jemand aus der Familie, Freund holt jemanden ab und man läuft hinein oder ja, das ist dann schon so, alle gucken, ne, alle Augen auf einen und dann steht da dein Partner, deine Partnerin. Und dann ist der Moment ja so, Schnips, vielleicht läuft noch das Liedchen zu Ende, wenn man eins hat. Und dann geht die Trauung ja schon los und man konnte es gar nicht so richtig vielleicht ausschöpfen, den Moment genießen, ne, sich gegenseitig auch so ein bisschen anschauen, vielleicht noch ein paar Worte sagen
Ja, für mich vergeht der Moment dann manchmal zu schnell. Wie siehst du das? Wir haben uns erst bei der Trauung gesehen. Ich glaube, ich würde es diesmal auch anders machen. Ich würde es diesmal auch vorher machen. Und dann wahrscheinlich auch gemeinsam zur Trauung hinschreiten. Ja. Also, dass man nicht diesen getrennten Teil hat, sondern wirklich, dass man diesen Weg einfach gemeinsam geht und nicht einer schon irgendwie wartet. Also, wir haben es so gemacht. Ich stand vorne und meine Frau kam durch das Gästespalier auf mich zugelaufen. Mhm. Aber ich glaube, ich würde es diesmal auch mit First Look vorher machen. Mhm. Ja, finde ich auch. Und ich meine, wie geil ist das, ne? Wenn du zusammen reinläufst, dann freuen sich alle Gäste schon mit. Jetzt kommen beide direkt, feiern schon. Jetzt ist hier die Trauung. Freuen sich, dass es jetzt losgeht, dass sie, ne, das Paar sehen können. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ziemlich charmant. Hab's ein paar Mal schon miterleben können. Gehen sie dann trotzdem getrennt hinein, was auch fein ist. Aber ich finde, die Paare sind dann deutlich relaxter und sind anwesend. Ja, aus reiner Fotografensicht ist es für uns ja auch viel, viel einfacher, den First Look vorher zu machen, weil wir die Kontrolle über diese Situation haben und nicht in einer Situation sind. Ich meine, wir haben das beide schon 15.000 Mal gemacht. man hockt dann so unten am Gang, um den Bräutigam zu fotografieren, dann um diesen First Look auch wirklich, also um seine ersten Impressionen mitzukriegen. Und dann muss man sich umdrehen, dann muss man aber hoffen, dass die Braut und der Papa oder wer auch immer die Braut dann reinführt oder alleine geht, nicht zu schnell geht, dass man auch noch irgendwie was aus deren Richtung mitnimmt. Also das ist dann oder schon, der Pastor vor so ein, dem vorrennt. Ja, also das ist dann schon ein bisschen tricky. Ja, und da muss man, also da, das ist das regelmäßige Moment, wo ich dann so überventiliere und einmal ins Schwitzen komme. Weil dann, am besten hast du noch irgendwie festhaben. Ja, am besten hast du noch gleißend helle Supersonne im Rücken, natürlich, weil die Kirchentür schön groß ist. Ja. Und kann man denkt sich nur, das kann geil aussehen. Wenn wir mal ehrlich sind, an den Kanten sieht's nicht immer geil aus, aber nein. Ich sag mal, die Post. Also genau die Post nein, so wir genau sehen das ja anders als alle anderen. Und in der Post regelt man das. Post regelt, genau. Aber da gebe ich dir recht, das ist auf jeden Fall immer auch bei mir ein heißer Moment. Da lasse ich Vollgas laufen, bis der Auslöser quasi glüht. Einfach festhalten und draufhalten. Kurz auch den Winkel mal ändern. Ne? Also da bin ich schon auch klar zurückhaltend, nicht nerven für die Gäste, aber da laufe ich auch mal dann rückwärts oder das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr heißer Moment für uns. Ja, und wenn der dann vorbei ist und das Paar sitzt oder es geht los, dann ist relaxed, dann ist Entspannung. Oder? Dann ist entspannt. Dann ist es entspannt. Dann kann man Momente jagen gehen. Bewegt und so weiter. Genau, dann kannst du auf die Pirsch gehen, ne? Candid Moments von den Gästen, vom Paar, wie sie sich angucken, immer solche schönen Momente dann irgendwie einfangen, verschiedene Perspektiven auch mal, irgendwelche Details, nur die Hände, wie sie sich an der Hand halten oder so. Aber das ist dann wirklich eine Entspannungszeit, wenn man das so sagen kann. Ne? Da kann man sich dann irgendwie ausleben. Natürlich muss man immer drauf gucken, wann geht's denn jetzt los mit dem Ja-Wort, wann stehen sie wieder auf, solche Geschichten, ne? Aber dass man nicht dann hinten steht und gerade das Foto von hinten macht. Genau. Deswegen, da bin ich auch relativ zügig, so nach der ersten Freude gehe ich erst immer nach hinten und dann wieder nach vorne, dann hast du die Perspektive auch drin und nichts kann passieren, falls der Pastor noch einen Termin hat. Ja. Ich mache das meistens im ersten Lied. Im ersten Lied, wenn gesungen wird, dann laufe ich einmal durch den Gang nach hinten. Während ich nach hinten gehe, fotografiere ich rechts und links die Menschen. Und wenn ich hinten angekommen bin, drehe ich mich einmal um, mache so ein Übersichtsfoto, mache einmal das Paar, wie sie auf ihren Stühlen sitzen. Und dann ist man relativ schnell wieder nach vorne am Geschehen, wenn dann
direkt das Ja-Wort passiert, was ja nie, was ja meistens nicht passiert, aber nein, dann ist man dann wieder, da. Und, ja, genau. Und es ist auf jeden Fall, wo du sagst, gut, wenn man sich, sag ich mal, die viel bewegenden Momente hat, wenn man herumlaufen möchte, es lieber zu machen, wenn das Lieder gerade gespielt werden, ob es bei einer freien Trauung ist, ne, der Live-Piano-Sänger, wie auch immer, oder Saxophonist oder in der Kirche der große Orgelspieler. Es passiert einfach so oft, dass irgendein Kirchboden knarrt oder die Dielen bei einer freien Trauung von der Empore oder so, und dann ist es so, oh, sorry. deswegen laufe ich auch dann lieber während den lauteren Momenten herum. Ja. Gut. Wir gucken mal, dass wir hier weiter beim Ablauf bleiben und nicht zu sehr vielleicht in die auf die fotografische Sicht abdriften. Details der Fotografen, genau. Genau. Weil so, ich sag mal so. In einer anderen Episode von / Folge nochmal drauf zu sprechen. Wollte ich sagen, wie wir das aus Fotografensicht festhalten. Ich glaube, das werden 2-3 Folgen. Ablauf. So, kommen wir zurück. Mach du einfach gerne mal weiter, Christian. Ich gucke hier auch auf deinen Scribbles. das hätte ich jetzt auch immer so gesagt, ne? Wenn ich nicht wüsste, wie ich einen Übergang mache. Christian, mach mal weiter. Sag mal was. Nein. Also wir haben noch mal kurz zusammengefasst. Als ersten Fixpunkt, wann ist die Trauung? Als zweite Frage, wann möchte man den First Look machen? Vorher oder erst zur Trauung? Und wenn man den First Look alleine vorher machen möchte, ist die nächste Frage, wann möchte man denn das seinen Paarshoot / Spaziergang machen? Vor der Trauung oder nach der Trauung? Diese Grundlagenfragen sind es erstmal, die wichtig sind, um die man alle anderen Punkte des Tages, sei es getting ready, sei es das Essen, sei es das Sunset-Shoot wird von der Sonne vorgegeben, wann das ist, haben wir wenig Einfluss drauf. Aber alle anderen Punkte des Tages können um diese drei Fragen herum geplant werden. Mit ein bisschen Pufferzeiten, was die Fahrzeiten anbetrifft. Aber wenn man diese grundlegenden Fragen für sich beantwortet, ist man schon mal sehr viel weiter, was den Tagesablauf für seine Hochzeit betrifft. Ja. Wir haben noch so 2-3 andere Geschichten, die für einen Ablauf vielleicht wichtig sind. Und zwar das liebe Thema Hochzeitstorte, Sascha. Was ist für dich der perfekte Moment für die Hochzeitstorte? Nachmittags. Dann, wenn alle Bock haben. Doch, ich finde Hochzeitstorte, also wenn es Geschmackssache, ne? Kommt drauf an, ich bin nicht so ein Sahnetorten-Fan. Bei mir wird es Apfelkuchen geben. Wahrscheinlich blecheweise, wie auch immer, oder springformweise. Aber ich finde so rein menschlich, wann essen wir einen Kuchen? Irgendwie sonntags mit nachmittags, ne? So, weiß ich nicht. 4-5 Uhr. Kannst du gerne ein Stückchen Kuchen geben. Ich finde um 23 Uhr, 0 Uhr, wenn du mich jetzt fragst, das ist meine Meinung, jeder hat einen anderen Geschmack, habe ich persönlich nicht so Bock auf Torte. Ich persönlich. Das ist ja alles individuell. Wenn das Paar mal sagt, wir wollen die Torte gerne als Dessert haben, macht es für mich auch Sinn. Aber dann würde ich das Dessert oder den vierten Gang weglassen oder das Dessertbuffet vielleicht oder sonst noch einen Eiswagen hinstellen, was auch immer. Ich würde die Torte aber nicht irgendwie um 0 Uhr dann nochmal holen, weil wenn du die Torte so spät hast, zur Party als Beispiel, dann hast du nochmal einen Shutdown, Tanzfläche leer, Party pausieren, jetzt kommt die Torte. Magen voll. Ne, und dann wird sie Magen voll, oh, jetzt muss ich nochmal ein bisschen was trinken, hier liegt es so schwer. ich hätte ins Bett, war ein langer Tag. Wir haben ja schon getanzt, wir fahren jetzt, Schatz. Ja, genau. Ja. Genau. Also ich finde Nachmittagstorte finde ich super oder halt als Dessert. Aber ich finde tatsächlich Nachmittagstorte ein bisschen schwierig an so einem Hochzeitstag, weil wie gesagt, ne, wenn um 15 Uhr oder selbst wenn um 16 Uhr irgendwie die Trauung ist, klar, wenn um 15 Uhr die Trauung ist, bis 16 Uhr kann man 16:30 eine Torte auf den Tisch packen und wenn man dann sagt 18:30 ist Essen, dann ist es perfekt. Wenn um 16 Uhr die Trauung anfängt und erst um 17 Uhr fertig ist und es um 19 Uhr Essen gibt, dann braucht dazwischen keiner eine Torte.
Nee, so. Dann wird's eng. Ja, ja. Dann kann man die Zeit mit anderen Sachen füllen. Sei es ein Insektempfang, sei es Gratulation, was man, vielleicht noch ein kleines Parachute dazwischen, wenn es sich anbietet. Familienfotos. Und Familienfotos, Gruppenfotos. Familienfotos. Ja. Genau, das ist ja auch noch, das steht auch noch da auf so einem Punkt, genau. Das mache ich gerne, wenn die Trauung gewesen ist. So, jetzt ist Christian hier gerade nicht zu sehen. Ich hoffe, er ist zu hören. Ja, er ist bestimmt zu hören. Also ich sehe dich und ich höre dich. Das ist alles sehr gut. Läuft noch alles hier. Prima. Familienfotos, Gruppenfotos mache ich gerne nicht direkt nach der Trauung und auch nicht unbedingt direkt nach der Gratulation. Ich möchte eigentlich erst, dass alles lockerflockig, ne, dass alle so ein bisschen die Zeit genießen können, sich unterhalten können, weil gerade war die Trauung, da war es ruhiger und jetzt sind alle aktiv und wollen sich vielleicht kennenlernen, austauschen. Man hat jemand lange nicht gesehen. Von daher finde ich persönlich es immer charmant, dass, ja, die Familiengruppenfotos eher vor dem Essen zu machen. Das heißt, bevor man vielleicht auch in eine Location reingeht, falls man hineingeht und nicht draußen den Abend verbringt, ja. Vor allem ist dann auch das Licht schon mal ein bisschen schöner, so um 5:30 zum Beispiel. ja, da mache ich immer. Ja, die Familienfotos sind ein absolut wichtiger Punkt, weil die am Ende des Tages von jetzt auf gleich sehr, sehr wichtig werden können, wenn einer der dort abgebildeten Personen nicht mehr da ist. Deswegen gehören die immer zum Umfang, den wir fotografieren. Wir planen das aber immer so, dass es irgendwie auch reinpasst. Also so wie du das sagst, wenn es so kurz vorm Essen oder so ist, dann ist es, finde ich, dann zieht sich das so in die Länge. Ich bin ein Freund davon, diese Gruppenfotos irgendwie schnell abzuarbeiten. Und je nachdem, wie viele Menschen das sind, wie viele Konstellationen, wenn das 5 Konstellationen sind, ne, weil die Eltern, die Geschwister, Oma, Opa und vielleicht die Trauzeugen, dann kann man das machen in einem einfach während des Empfangs, dass man sich zusammenstellt. Wenn das aber 40 Leute sind, die da auf Gruppenfotos sollen, dann wird es beim Empfang, also dann kann man schon mal eine Stunde Gruppenfotos machen und dann müssen auch alle da sein und dann muss es auch zügig gehen. Und ja, da gibt es dann immer die Aufgabe für die Paare. Schreibt euch eine Liste mit allen Konstellationen, die ihr haben möchtet. Und immer unter dem Hinweis, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Ja. Also das heißt, es muss nicht sein, dass man ein Foto mit allen Tanten hat oder mit jeder Tante, sondern vielleicht reicht auch ein Foto mit allen Tanten. Mhm. Ja, also so sage ich das meinen Paaren. Und je nachdem, wie viele das dann sind, kann man das dann ganz gut einplanen am Ende in den Tagesablauf mit rein. Also bei mir gibt es da keinen festen Zeitpunkt, wann ich das mache, immer zum Empfang oder immer vorher oder so, sondern das muss man. Ja, bei mir ist es ähnlich. Wie viele sind es und wo macht es dann am Ende auch Sinn? Also es bringt dann nichts, wenn Onkel Hans gerade auf Toilette ist und 3 Leute oder 14 Leute da warten. Nur weil Onkel Hans nicht auf der Konstellation, also der muss da drauf, aber der ist nicht da. Das stimmt. Was ja dann meistens passiert bei so einem Empfang, ne? Das ist der Vorteil, wenn du es direkt nach der Trauung / Gratulation machst, auf jeden Fall. Ja, ich mag es aber lieber vorm Essen. Auch wenn es vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt ist, dass nicht Tante Trude gerade nicht da ist. Aber das sind so Momente des Tages, wo ich dann definitiv auch präsent bin. Wenn der Bräutigam oder die Braut nicht einmal kurz die Stimme ganz laut erhebt, dass alles hören können. Wir machen jetzt hier gleich Gruppenfotos da vorne mit Christian oder Sascha. Dann mache ich das auch. Aber das ist alles Absprache mit dem Paar. Da gehe ich kurz zu denen. Wenn ich so merke, jetzt sind wir gerade in so einer Talsohle, wo irgendwie gerade alle ziemlich locker sind, vielleicht auch schon so ein bisschen so, oh, jetzt könntest du ja gleich irgendwie zum Essen gehen oder was sollen wir jetzt noch machen? Auch holen wir uns vielleicht noch ein Bier oder so, noch ein Getränk. Dann gehe ich zum Paar und sage, wollen wir jetzt die Gruppen Familienfotos machen? Und dann passt es meistens ziemlich gut. Also mir ist es wichtig, da nichts zu stören oder ne, wenn die sich gerade nett unterhalten oder vielleicht noch nicht so viel mit eingeschnackt haben, finde ich persönlich, warte ich das noch ab, diese Empfangszeit, für mich ist es mit einer der schönsten Reportagen
Zeiten an so einem Tag, weil einfach laufen gelassen wird, alle sind freudig, unterhalten sich. Oft hat man auch tatsächlich, finde ich, gutes Licht. Ne? Man befindet sich draußen. Mhm. Niemand möchte oder wird an dem Tag permanent in der Sonne stehen. Von daher ist es oft ein lauschiges, schattiges Plätzchen. Und da kannst du schon echt schön fotografieren, finde ich. Ja, ja, dann, definitiv. Also, dass man das kann, ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber wir kriegen Sinn macht, ist dann immer die andere Frage, ne? Ja, das ist ja auch immer Geschmackssache. Die einen wollen es direkt nach der Trauung. Sagt, lass es lieber ein bisschen später. Kommt ja auf viele Rahmenbedingungen an. Aber auf jeden Fall sollten wir Familiengruppenfotos in den Kasten bekommen. Unbedingt. Sehr gut. Auch wenn sie sagen, wollen wir nicht, dann sage ich immer, aber ich frage auch die Fettnäpfchen. Ne? Wie ist es aus Familienkonstellationen? Gibt es Knies, Streitereien? Wenn ich das Gefühl habe, es ist eigentlich alles tutti und sie sagen, nee, wir wollen keine Familiengruppenfotos, sage ich, lass uns die wichtigsten festhalten. Eltern, Geschwister, wenn, ne? So, das finde ich, sollte es ja, unbedingt, auf jeden Fall. Unbedingt. Also das kann man. Es muss nicht das Großgruppenfoto sein, finde ich persönlich, ist mein Geschmack. Aber vielen ist auch das wichtig, weil da haben sie dann einmal alle auf einem Foto drauf. Mache ich auch gerne, mache ich auch schnell. Gefühlt brauche ich nie länger als höchstens 10 Minuten. Das wäre für mich schon sehr lang. Lange. Höchstens, ja, bis Sascha, ne, was bis machst du denn? Nein. Was machst du denn alles? Von dem Rufen. Wir machen jetzt das alle Foto, bis alle wieder weggehen. Das dauert höchstens 10 Minuten. Nicht, ich stehe da 10 Minuten mit der Kamera. Nein, aber ne, wie das dann halt so ist. Onkel Werner ist halt noch nicht da oder der Großvater, die Großmutter ist nicht so gut zu Fuß, wie auch immer, oder ein Kind wird gerade gestillt. Von daher kann es ja mal 2-3 Minütchen dauern. Meistens ist es in 5 Minuten im Kasten. Dann gucke ich kurz vorne, dass keiner irgendwie was in den Hosentaschen hat. Das ist immer die Taschenkontrolle und dann geht's los. Und hast du da einen Zeitpunkt für? Einen Zeitpunkt für das Foto? Ja. Mache ich eigentlich auch mit den Konstellationen. Entweder es werden viele Konstellationen und es werden viele, also was heißt viele, die Anzahl der Gäste pro Foto ist hoch, dann rufe ich das auch laut, es wird laut kommuniziert oder das Paar kommuniziert es laut, Bräutigam, Braut oder Trauzeugen machen einmal kurz eine Durchsage, wie auch immer, oder ich mache es. Wenn es aber eher im kleineren Rahmen ist, sprich nur Familie festgehalten werden soll, dann gehe ich zu denen oder bitte die Trauzeugen einmal kurz Bescheid zu sagen, allen Ängsten, ja, so wie das Paar sich das vorstellt. Ja, aber es ist immer schöner, wenn es dann doch mehrere sind, mit einer großen Gruppe anzufangen und dann Leute wegzuschicken. Ja, ne? Ja, stimmt. Ist dann irgendwie doof, deswegen fange ich lieber mit der kleinen Gruppe an, sage, wir machen jetzt erst die Familienfotos und nachher das alle Foto, ne? Weil dann kann man Leute zu sich hinzuziehen, hinzuholen oder man sagt einmal, kommt bitte in 15 Minuten hier vorne da bei der Wiese hin, da machen wir dann die Fotos. Und bis alle dann mal da sind, ne, und sich das auch rumgesprochen hat, vielleicht nochmal eine Erinnerung, dann hast du schon die Familie im Kasten. Nur Mädels, nur die Männer, nur die Frauen und dann hast du schon gefühlt das Großgruppenfoto. Deswegen ruhig aufbauend, damit, anfangen. Ich glaube, ich habe es eingangs falsch gesagt. Ich fange lieber mit den kleinen Gruppen an, natürlich, und lasse dann die Personenanzahl wachsen. Finde ich charmanter, als Leute wegzuschicken. Das ist irgendwie doof. Geh du mal weg hier, jetzt sind die anderen dran. Machst du das auch so, dass die Partner von denen, die nicht verheiratet sind und nicht zur Familie gehören, außen stehen, damit die weggeschnitten werden können? Nein. Das dauert, würde mir zu lange dauern, das wäre mir unangenehm. Das kannst du auch nicht machen. Da kannst du nicht sagen, hier alles, was nicht zur Familie gehört, bitte rechts und links am Rand. Vielleicht seid ihr nächstes Jahr ja nicht mehr zusammen. Geh mal ein bisschen zur Seite, bitte. Genau. Schönes Ding. Ja, soll es geben, dass eure Kollegen das machen. Ich weiß von keinem, aber bestimmt gibt es sowas. Sehr schön. Das heißt, wir haben die Familiengruppen im Kasten und sind jetzt, glaube ich, Christian sagt. Tipp zum Gruppenfoto. Zum alle Foto. Ja. Ich mache das immer vorm Ehrentanz. Also nicht, ich mache das nicht immer, aber wenn man mich fragt, wann wollen wir das machen, ist meine Präferenz vorm Ehrentanz, und zwar direkt vorm Ehrentanz. Mhm. Weil es meistens so ist, dass wenn nach dem Essen der Ehrentanz ansteht, dann sind meistens alle da.
Und verstehe. Sie müssen sich eh bewegen. Sie gehen eh irgendwie auf die Tanzfläche, wollen einen Kreis bilden um das Paar. Mhm. Dann können sie sich auch einmal auf die Tanzfläche stellen. Und dann mache ich drei Fotos und dann haben wir das Foto im Kasten. Alle im Kasten. Da alle kann Kasten. Ich, ist ein, auf jeden Fall ein charmanter Zeitpunkt, weil alle sehr wahrscheinlich da sein werden. Genau. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass es dein Lieblingszeitpunkt ist, weil ihr einfach mehr Platz habt bei euch im schönen alten Land. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Auf den ja gut, aber ich habe so ein Foto schon mit 330 Leuten gemacht. Also das und man kann sie erkennen. Also da brauchst du aber viel Platz und eine große Tanzfläche. Ja, ich wollte gerade sagen, da brauchst du wirklich viel Platz. Aber es wunderbar funktioniert. Das ist mega. Glaube ich dir. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja. Ja. Also Ehrentanz, vorm Ehrentanz ein Gruppenfoto zu machen, ist alles los sowas. Geht's. Gruppengröße, keine Ahnung, 80 plus oder so. Also wo du wirklich irgendwie gucken musst, ich sag mal 30 Leute kriegst du ja gerade noch, wenn es eine kleine Gesellschaft ist, kriegst du ja irgendwo im Garten mal zusammengestellt. Aber wenn du bei 120, 150 Leuten bist, dann wird das schon sportlich. Ja, dann dauert es auch mal wirklich 10 Minuten. Genau, dann dauert es auch mal 10 Minuten, hast du recht. Von Rufen bis weggehen. Nee, dann geht's schneller. Tanzfläche dauert das keine 10 Minuten. Und das Schöne ist, danach kannst du dann gleich losgehen. Dann muss nicht jeder nochmal wieder weggehen und dann nochmal wieder zusammen, sondern das ist ein Zeitpunkt, an dem alle irgendwie da sind. Manchmal schnappe ich mir dann auch das Mikro und dann gibt's eine kurze, dann dirigiere ich das Paar und alle anderen dürfen sich drumrum verteilen und dann mit dreimal auf den Auslöser gedrückt und dann. Cool. Und dann nochmal kurz, ich wünsche euch jetzt hier noch einen schönen Abend. Euer christianbold.de. Ja, genau. Nochmal die Werbung hinten reinschießen. Bum, 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 bum. Sowas natürlich nicht. Nein, weiß ich doch. Aber ich sage eine Sache, sage ich immer, auf jeder Hochzeit, wenn ich ein Gruppenfoto mit allen mache, dann sage ich immer, jeder, der die Kamera sieht, ist auch auf dem Foto zu sehen. Mhm. Und wenn einer noch einen Hinterkopf vor euch hat, dann gerne ein Stück nach rechts oder ein Stück nach links. Für die hinteren Reihen auch gerne auf die Zehenspitzen. Und dann gehe ich selber so ein bisschen auf die Zehenspitzen. Mhm. Sind wir ein Lacher. Ich halte oft die Kamera auch hoch, ne, übers Display so. Und dann sage ich, ich lasse erst rattern, guckt alle in die Kamera rein, so nach dem Motto, und ne, lasse ich einfach durchziehen, dass auf jeden Fall alle einmal die Augen aufhaben, weil ich möchte nachher keine Köpfe tauschen, irgendwie in Photoshop. Mag ich nicht. Nee, sowas mache ich auch nicht. Auch seltenst. Und dann kommt nochmal, so die letzten Fotos sind oft die besten. Alle die Augen einmal schließen. Jetzt bitte sofort. Und auf drei alle die Augen öffnen. Und dann hast du oft das Foto und alle finden es irgendwie lustig, weil man sagt so, ey, du da auch noch, ne? Und du, ey, du hast die Augen noch auf. Und dann auf drei die Augen auf, das ist oft dann das Gruppenfoto. Ja. Ja. Okay. Sehr gut. Guck mal, Tipps und Tricks. Super. Zum Gruppenfoto und Tagesablauf in einer Folge. Schön, jetzt sitze ich hier wie in so einem im komplett Dunklen hier für die, ja, die uns zuschauen. Du siehst immer noch stark aus, Sascha. Ach, Christian, das ist so schön, dass wir uns hier von Stade nach Spanien quatschen können. Technik. Das also funktioniert so hier, ne? Irre, ne? So, was organisatorisches, schneiden wir jetzt eigentlich die ersten 2 Minuten raus? Oder lassen wir einfach drin? Die ersten 2? Ja, wir gucken mal, was passiert ist. Ja, als du nochmal deine Kamera nochmal eingestellt hast. Ja, wir können ja gucken, wie weit wir zurückgehen. Können wir schauen. Genau, perfekt. Prima. Da fehlt ja jetzt noch ein Punkt, der dir eingefallen ist. Ja, Sunset Shoot. Ich glaube, da sind wir beide ganz schmerzfrei. Wenn es passt. Dann, wenn die Sonne sagt, jetzt. Genau, wenn die Sonne sagt, jetzt. Ungefähr eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang. Ungefähr, je nach Location, kann es auch mal eine Dreiviertelstunde sein, wenn es irgendwie in einem Wald ist und ich möchte gerade, dass das kann nicht richtig Sunset, aber dass die Sonne noch so gerade über die Wälder, über die Bäume oben rüber guckt oder sowas. So ein bisschen durchluschert, ja. Genau, das mache ich immer, das gucke ich, wann es irgendwie passt. Ja, da gehe ich auch zu den Trauzeugen, klopf einmal an, so, ne? Wir wollten jetzt gleich nochmal ums Eck ziehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, passt es gerade oder lieber in 5 Minuten. Ansonsten ziehen wir jetzt gleich los und dann gehe ich auch zu den beiden. Ja, das hatten wir ja schon mal in einer Folge, ne? In einer Episode. Ich frag nicht.
Ja, ich weiß, du fragst mich. Wäre aber blöd, ja, wenn eine Rede gehalten wird. Aber gut, da guckt ja vorher derjenige, ob die auch da sind. Ja gut, das, da gucke ich nach. Aber wollt ihr jetzt noch irgendwas machen oder nicht? Nee, ja. Sonne ist jetzt da und los geht's. Ich habe auch noch nie Nein gehört, so ist es nicht. Aber so sind alle einmal informiert, ne? Und das, ja, ja. Geht los. Los geht's. Ja, hinterher. Genau. Was mir noch einfällt. Entschuldigung bitten. Ja, das dauert ja auch nicht lang. Das sind ja gefühlt 10, 15, höchstens 20 Minuten. Ich sag mal, das offizielle Paar-Shooting mittags um 14 Uhr. Ja, da ist ein Sunset-Shoot mit 10 Minuten effizienter und. Richtig. Da kannst du jedes Foto nachher nehmen und hast die Qual der Wahl. Ja. Als wie wenn du, ne, ich gucke ja zum Beispiel, wenn es mittags ist, First Look oder so, dass es auch ein bisschen schattierter ist, irgendwo Wald, Häuser, ja. Block, wie auch immer. Aber zwischendurch kommt die Sonne, du hast harte Schattenwechsel oder harte Lichtschattenverläufe im Gesicht. Ja. Genau, das, deswegen ist es. Oder du denkst jetzt hier, jetzt könnte, hier ist es cool jetzt. Und dann stellst du alle dahin und dann passiert der First Look und in dem Moment geht die Sonne auf oder beziehungsweise kommt, luschert die Sonne irgendwo vor und du hast doch irgendwelche Schatten und kannst nicht mehr abbrechen. Nee. Dann musst du durchziehen. Da musst du durchziehen und da gucke ich auch, genau, wenn ich einen First Look Ort habe, noch, auch noch ein Tipp. Unser Location Scout ist ja Google Earth. Da fahre ich vorher auch vorbei. Da fahre ich vorher vorbei. Also bevor ich Getting Ready oder so starte, etc., fahre ich einmal an dem ausgewählten Ort vorbei. Ansonsten fahre ich auch zum ausgewählten Ort Plan B. Entscheide mich dann, schicke das den Trauzeugen oder Brautbräutigam. Oder ich saß einfach beim Getting Ready. Es ist der Ort geblieben. Ja. Fertig. Ja. Okay. Ich hoffe, wir sind nicht so zu hast sehr gehüpft. Hast du noch einen heißen Tipp zum Ablauf? Einen ganz heißen Tipp zum Ablauf? Ja, ich habe einen heißen Tipp zum Ablauf. Ich bringe ihn immer zu Papier, auch nach den ganzen Treffen, / Videocalls, wie auch immer man mit dem Paar drüber spricht. Einmal noch ein sauberes Papier. Und dann mache ich mir ein Foto auf dem Handy. Das heißt, ich habe das Papier. Das kopiere ich mir auch nochmal. Das habe ich in der Tasche, in der Hosentasche oder in der Kameratasche. Das Original bleibt zu Hause bei meinen Dokumenten einfach. Genau, den Ablauf habe ich in meinem Auto, in der Fototasche und ich habe ihn auf dem Handy und ich habe ihn auch auf meiner Smartwatch. Das heißt, ich kann zwischendurch raufgucken, in der richtigen Schriftgröße, jemand weiß, wie groß man schreiben kann oder wie auch immer man das anfertigt. Die Uhrzeiten erkennst du auf jeden Fall und dann weißt du immer schon, falls du nochmal einen kleinen Gedankentipp brauchst, ja, wo stehen wir gerade? Weil oft ist so, wie spät ist es? Wann sollen wir denn nochmal da sein? Vielleicht nicht vom Paar unbedingt, aber von den anderen. Und ich finde, das ist immer hilfreich. Ja, und da auch dann Handynummern drauf, Adressen, alles mögliche und es ist immer alles klar. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein heißester Tipp ist, aber passt auf jeden Fall zum Ablauf. Ja. Ja, ich dachte jetzt eher an einen Tipp für jemanden, der jetzt gerade heiratet und seinen Tagesablauf plant oder so. Ja. Aber ach so, stimmt, das ist jetzt Fotografensicht. Aus Paarsicht würde ich sagen, plant euren Tag, wie ihr ihn euch vorstellt und geht nicht auf den Trip und sagt, das macht man ja so. Oder Mama und Papa oder die Familie. Auf gar keinen Fall, weil es ist euer Tag, es ist nur dieser eine Tag und wenn ihr, was weiß ich, ein Festival machen wollt oder nur Party machen wollt, egal wie ihr euch den Tag und wo ihr ihn euch vorstellt, egal auf welchen Ablauf und wenn ihr sagt, wir machen heute eine Poolparty hier nach der Trauung oder wir haben die Trauung im Pool oder im Meer, was weiß ich, worauf die Bock haben, beim Tauchen unterm Wasser, weißt du, es ist ja egal was. Auf dem Wasser, was weiß ich, macht es so, wie ihr euch das vorstellt. Und wenn es alleine ist, das hat die Pandemie, die wir gerade hinter uns hatten, im Jahre 2023 können wir ja sagen, wir haben sie gerade hinter uns sozusagen. Das hat es ja auch gezeigt, einige Paare mussten oder konnten alleine heiraten. Und einigen Paaren, die ich da begleitet habe, hat das in die Karten gespielt, wenn sie es mir leise zugeflüstert haben. Ja, also auch... Ja. Wenn man sagt, wir haben jetzt hier ein Elopement ganz alleine, eigentlich mehr Bock drauf, macht es doch. Ja. Ja. Was ist dein heißer Tipp, Christian? Ich kann, also, ich, mein heißer Tipp ist ein Disclaimer,
und es stößt genau in die Richtung. Alles, was wir jetzt in der letzten Stunde gesagt haben, kann man so machen, muss man aber nicht. Wenn man das nicht möchte, wenn man das nicht möchte, wenn man das Wichtigste ist, seinen Tag so zu planen, wie man es selber haben möchte. Und egal wer was sagt, oder zuhören, drüber nachdenken, will ich das so oder will ich das nicht? Und dann entscheiden, wenn ich es nicht will, dann mache ich es halt nicht. Auch wenn Tante Inge sagt, das macht man aber so. Also von daher, ich gebe immer einen heißen Tipp mit. Das Wichtigste ist der Morgen danach. Da muss man sich, da muss sich das Paar in die Augen schauen können und sagen, geil, genauso wollten wir unseren Tag haben, genauso ist es passiert. Und das war unser Tag. Das war nicht der Tag für unsere Eltern, für unsere Gäste, für unsere Geschwister, für unsere Onkel und Tanten. Unser Tag. Deswegen sage ich immer, der nächste Morgen ist entscheidend. Den ja, ist gut. Mit Ziel im Hinterkopf zu haben und zu sagen, okay, da müssen wir zufrieden sein, da müssen wir glücklich sein. Und das ist man meistens, wenn man so gemacht hat, wie man das selber möchte. Das ist mein Tipp. Super. Lass mal einfach so stehen. Genau. Und für alles andere, wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne Fragen über Insta, über bei Spotify kann man Q&A eingeben. Also wenn ihr jetzt so Spotify zuhört und irgendwelche Fragen habt oder so, nutzt doch mal diese Q&A-Funktion in Spotify. Bin ich mal gespannt, wer da der Erste ist, der uns da eine Frage, der oder die uns da eine Frage stellt. Einfach stellen. Auch, wer den Podcast bis zum Ende gehört hat. Wie viel haben wir heute wieder? Wir müssen noch einen kleinen Shoutout machen, ne? An unseren lieben Kollegen Jens, der uns drei Daumen nach oben geschickt hat. Du warst gerade kurz abgehakt. Wer hat uns drei Daumen hochgeschickt? Unser lieber Kollege Jens hat uns drei Daumen nach oben geschickt. Auf Jens. Insta. Juhu. Und ich habe gedacht, es wäre dafür, dass wir jetzt längere Folgen machen. Und dann habe ich mit Jens gesprochen und er sagt, nee, ihr habt in einer Podcast-Folge gesagt, wenn ihr das jetzt hier hört, schickt uns mal drei Daumen nach oben. Ja, mega. Und gut. Da wollte Jens uns quasi testen, ob wir das irgendwie noch, ob wir wissen, was wir gesagt haben. Was wir da fabrizieren. Küsschen gehen auf jeden Fall raus an dich, Jens. Genau, definitiv. Und bin ich auch gespannt, ob, also kleine Challenge für Jens, wenn er das jetzt hört. Q&A auf Spotify. Stell eine Frage. Genau. Und ansonsten gerne nochmal bei unseren lieben Sponsoren vorbeigucken, Julia und Jill Education. Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Sowohl auch dort den Rabattcode 20% Rabatt aktuell auf alle Produkte von Julia und Jill Education. Podcast ohne Namen, alles klein, alles zusammengeschrieben. Und ansonsten, mein Lieber, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du sitzt jetzt voll im Dunkeln. Ich hoffe, ich bin nicht voll zerstochen hier. Jetzt wird's hart, ne? Jetzt wird's hart. Ja, das heißt, das war's wert. Wir machen auch ganz flott Schluss. Sagen Danke für alle, die uns in der Episode 10, Folge 11 zugehört haben im Podcast ohne Namen. Und nächste Woche sitzt Sascha wieder in seinem Kellerbüro, wird richtig ausgeleuchtet. Heute, diese Folge war ich derjenige mit schönem Licht. Zumindest die zweite Hälfte. Du sahst super aus. Also ich kann nicht, ich hoffe, dass das Video weiterhin geklappt hat. Vielleicht liegt es an dem Internet. Ich kann dich leider nicht sehen seit einer halben Stunde, aber das wird die Plattform hier schon regeln. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Auch nochmal vielen Dank für die ersten 11 Folgen für alle Hörer hier. Das ging rasend schnell, dass wir jetzt 11 Folgen im Kasten haben, oder? Das ist so. Ich hoffe, ihr könnt alle was mitnehmen nach wie vor. Wenn ihr Kritiken habt, negative Punkte, haut gerne raus. Wir arbeiten an sämtlichen Ecken, ob Qualität, probieren viel rum. Ich glaube, wir können das sagen, manchmal dauert es gefühlt 2-3 Stunden auch in der Postproduktion hin und wieder noch, wo wir denken, oh, das muss doch jetzt schneller gehen. aber es macht Spaß. Super viel Spaß. Bisher noch die Hauptsache. Ja, und wir sehen uns jede Woche auf jeden Fall auch live. Genau. Sehr schön. Live und in Farbe. Christian. Sehr gut. Sascha, ich wünsche dir viel Spaß. Ich glaube, am Wochenende triffst du noch eine Familie.
wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Richtig, Family Shoot am Sonntag. Und dann stehen in der nächsten Woche zwei Videos an, die ich noch schneiden darf, zwei Hochzeitsvideos. Und dann schon die Vorbereitung auf den 27.05. Dann geht es nämlich wieder weiter mit einer nächsten Hochzeit. Juhu! Das steht so an. Genau. Und wir schnacken, wann wir die nächste Folge aufnehmen. Erstmal noch schönen Urlaub. Und Anfang, dann hören und sehen Anfang wir uns. Der Woche, bitte. Okay, alles klar. Okay, Anfang der Woche. Ja, sehr gut. Dann zum Montag. Okay. Ja, ist Montag oder Dienstag. Wir schreiben. Gute Nacht, super. Ihr Lieben. Gute Nacht. Oder einen guten Tag. Start in den Tag. In der nächsten Podcast-Folge. Tschüss. Episode 12. Tschüss. Bis dahin. Macht's gut. Danke.